Ja, ich möchte Sie heute mitnehmen auf eine Skitour bei mir in der Heimat. Man sagt von Christ über die Maranz aus Köpfel und darüber über Passion, People, Principles und Patience reden, was das für die Kanzleien bedeutet, was man davon mitnehmen kann und wieso es auch meine Beratungsleitlinie für die nächsten Jahre ist. Mehr dann von unterwegs. Ja, jetzt sind wir ein Stück nach oben bei der Skitour und Passion als erster wichtiger Begriff und Leitlinie von Passion, People, Principles, Patience hat eine immense Bedeutung als Startpunkt. Und zwar eine Leidenschaft für die Tätigkeit an und für sich, also eine Leidenschaft als Berater, es wirklich mit Freude zu tun. Und es ein echtes Anliegen ist, dem Klienten nicht nur in steuerlicher Hinsicht, natürlich in rechtlicher, wirtschaftlicher, in unternehmerischer Hinsicht, so weit wie möglich zu helfen, seine Ziele zu erreichen. Also diese Leidenschaft zu haben, Menschen wirklich weiterhelfen zu können in ihrem unternehmerischen Handeln, Tun, in der Gesamtheit. Und diese Leidenschaft ist vielleicht, das ist ja verständlich, ab und zu abhanden gekommen von den ganzen Formalismen und Aufgaben, die man als Steuerberater hat, unzweifelhaft. Aber um ein richtig gutes Unternehmen zu entwickeln, ist als Inhaber, Partner, Führungskraft diese Leidenschaft notwendig. Man kann sie wiedergewinnen, indem man sich sehr gut überlegt, für welche Tätigkeiten man wirklich brennt, für welche Klienten man auch sich engagieren möchte. Also hier eine Entscheidung zu treffen, Schwerpunkte zu setzen. Und diese Leidenschaft ist ja nicht nur für die unmittelbare Beratung wichtig, sondern sie ist auch wichtig, wenn man damit Vorbild für die Leute in der Firma ist. Die Menschen rundherum merken das, spüren das, wenn man leidenschaftlich mit Freude sich für Klienten einsetzt. Und man lernt ja nichts mehr als wie durch Vorbild. Insofern ist es für das eigene Vorankommen enorm hilfreich, diese Leidenschaft zu haben und weiterzuentwickeln, aber auch für das gesamte Team. Und ein weiterer Punkt, um diese Leidenschaft wiederzugewinnen, ist nicht nur die richtigen Klienten und die richtigen Tätigkeiten zu haben, sondern auch ein Anliegen, ein Vorhaben, ein Ziel zu haben, für das es sich lohnt, sich anzustrengen. Und all diese Elemente helfen dann auch für die zweite Leitlinie, für People. Dass die Steuerberater ein People-Business ist, ist unzweifelhaft. Trotz aller Technologisierung, es ist und bleibt von Menschen geprägt. Und wenn man jetzt nicht nur ein Solo-Steuerberater ist, sondern eben ein Team hat, dann geht nichts dran vorbei, das Beste aus diesen Leuten zu machen. Also diese Leute so stark wie möglich zu machen, so stark wie möglich am Klienten zu machen, so stark wie möglich in ihrer Tätigkeit zu machen. Und das als Herausforderung zu sehen, also Mitarbeiterführung als echte Aufgabe zu sehen. Diese Passion von vorher, also die richtigen Klienten, die richtigen Tätigkeiten, sie als Vorbild, die Ziele helfen dabei natürlich ungemein. Allerdings beobachte ich, dass man auch mit dieser Leidenschaft oft vergisst, die Mitarbeiter um sich rundherum wirklich signifikant besser zu machen. Und da ist der ganz große Hebel drinnen. Dass es da eine Menge zu tun gibt und man nie ausgelernt hat, ist auch offensichtlich. Aber dieser Anspruch an sich selbst, zu sagen, ich arbeite mit Leuten zusammen, ich bin für sie verantwortlich, ich führe sie und ich mache das Beste aus ihnen, das ist der zweite Treiber, der zweite Erfolgsgarant. Passion, People, Principles und Patience. Und über Principles und Patience spreche ich noch ein Stückchen weiter oben. Ja, jetzt sind noch 150 bis 200 Höhenmeter zu bewältigen bis zum Gipfel. Gute Gelegenheit, über Principles und Patience zu sprechen. Principles, das sind die Grundsätze, die man sich halten sollte, fast schon muss, wenn man sich erfolgreich weiterentwickeln möchte. Das sind unumstößliche Prinzipien, die ich schon öfter auf der Homepage vorgestellt habe, wobei zum Beispiel gehört, Klientenzufriedenheit hat höchste Priorität bei uns in der Kanzlei. Oder wir behandeln andere immer mit Respekt. Oder
Wir haben hier keinen Platz für Menschen, die ja persönliche Interessen vor jene der Kanzlei stellen. Also zum Teil sehr harte Aussagen. Aber diese Principles sind so wertvoll, weil sie eine richtig gute Leitlinie sind und weil von jedem Geschäftsprinzip sich eine Fülle von konkreten Maßnahmen ableiten lassen, die dann wieder die Passion mit Unterstützung von den People in die Umsetzung kommen, also Dinge dann auch geschehen. Wenn man sich die Frage stellt, wie sollten wir uns entscheiden, dann sind diese Principles enorm hilfreich. Also insofern haben sie eine signifikante Bedeutung. Natürlich auch im Zusammenhang mit der Patience. Damit ist gemeint nicht nur Geduld, sondern Ausdauer, Durchhaltevermögen. Weil wenn es mal schwierig wird, und es wird immer schwierig werden, und zum Schluss wird es immer schwieriger, braucht es halt dieses Durchhaltevermögen. Und jetzt steht dieses Durchhaltevermögen nicht als solches da, sondern hat natürlich einen Zusammenhang mit der Leidenschaft, mit den Leuten, mit den Prinzipien. Weil wenn es etwas gibt, das ich mit Leidenschaft mache, ich Leute dafür begeistern kann, das Team dahinter steht, ich gewisse Grundsätze habe, dann ist das Durchhalten um einiges leichter. Trotzdem braucht es ein paar Techniken, ein paar Überlegungen, ein paar Tipps, ein paar Tricks, eben wenn es schwierig wird, dran zu bleiben. Die wirklichen Performer haben neben Talent auch vor allem eines, und das ist Disziplin. Kein besonders angenehmes Wort, aber für den Erfolg enorm entscheidend. Und aus dieser Kombination von Passion, Leidenschaft, Freude, People, die Mitarbeiter für die Ziele gewinnen, Mitarbeiter für den Grenz nehmen, Principles, Geschäftsprinzipien, an die man sich halten sollte, und eben dieser Ausdauer, da wird echt Kanzleierfolg kreiert. Ich mache mich jetzt noch auf die letzten 150, 200 Höhenmeter, braucht ein bisschen Ausdauer dafür, und oben mache ich noch eine kleine Zusammenfassung. Ja, die paar letzten Meter waren doch noch ein bisschen windig und stürmisch. Haben hier einen windgeschützten Platz gesucht am Gipfel. Für eine kurze Zusammenfassung. Passion, People, Principles, Patience. Das ist noch nicht nur meine Leitlinie des Piraten, sich selbst möchte nachleben. Ich denke, dass so gut wie die Steuerberatungskanzlei sich das auch auf die Fahnen schreiben kann und eine solide Basis für alle Aktivitäten ist. Die P4-Days in ZAMS, Frühjahr, Herbst, Winter, sollten eine ausgezeichnete Grundlage liefern, individualisiert, spezifiziert für Sie, dass auch Sie in Ihrer Kanzlei nach diesen 4 P's leben können. Ich habe jetzt noch eine anspruchsvolle Abfahrt von mir, ziemlich hinzulassen, wünsche Ihnen alles Gute bei Ihren 4 P's. Passion, People, Principles, Patience. Schöne Grüße!